Ganz schön was los hier. Woran wird das wohl liegen? Ich habe in der Pause einfach mal was ausprobiert und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Aus dem Industriegebiet strömen auf jeden Fall noch die Fahrzeuge. Hier ist weiterhin Stau. Was habe ich denn die Pause gemacht? Ich muss sagen, ich habe einfach mal ein paar Tage verstreichen lassen, aber zuvor habe ich einfach mal den gesamten Verkehr zurückgesetzt. Heißt, wenn man da drauf drückt, dann verschwinden alle Fahrzeuge und die müssen erst wieder starten. Ich habe es einfach mal ausprobiert, um eben vielleicht ältere Staus, die sich noch nicht so wirklich gelöst haben, eben jetzt zu lösen, um einfach mal was auszuprobieren. Und ja, ich glaube, das hat sich irgendwie verlagert, denn der Güterbahnhof, der ist jetzt hier hinten ganz schön in Betrieb und vielleicht wollen die ja auch hier nach links fahren. Deswegen sollten wir hier vielleicht mal die Bäume in der Mitte wegmachen. Wäre auf jeden Fall mal anzudenken. Und wir schauen mal kurz nach. Die Autobahn hat sich wieder ganz gut gefüllt. Also da kann man, was war das jetzt? Ein weißer Blitz oder wie? Also, da hat sich jetzt nicht viel getan. Ich habe mir ja ein paar Tage verstreichen lassen, seht ihr unten an der Anzeige. Und das war alles Ratze, Patze, Futze, leer? Na, so in der Art. Auf jeden Fall sehr verlassen sah das aus. Mittlerweile ist die Autobahn wieder voll befahren. Und ja, ich habe es angesprochen, ich habe für die Folge wieder einiges vor. Ich habe es angesprochen, wir sollten hier vielleicht mal eine sechsspurige Straße draus machen, weil hier, wenn die da rauskommen, die können bloß rechts lang, weil wie sollen sie da rüberfahren? Ist soweit schon verständlich, also werden wir hier einfach mal die Straße aufbessern. Mal schauen, ob die das auch nutzen, dass die hier nach links herausfahren. Jetzt ordnen die sich hier schon anders ein. Ich werde das Ganze mal bis hierhin da weiter fortführen. Denn hier brauchen die das ja eigentlich nicht, diese sechsspurige Straße, aber die wollen weiterhin nach rechts. Oder es dauert eben mal wieder eine Zeit lang, bis die sich dann auch eingefunden haben und nach links fahren. Gut, hat sich also schon gelohnt. Eine Kleinigkeit, kann aber viel ausmachen. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt mit dem Verkehr so wird. Ich habe ja einfach mal diesen zurückgesetzt. So, jetzt habe ich mir was gedacht. Etwas, was schon lange hätte sein müssen, und zwar hier hinten die Ecke finde ich doch etwas trostlos, wie die Autobahn da aufhört, wie das hier aussieht. Da eine Straße weitergeführt und da ein Fitzel, also ich muss schon sagen, es sieht wirklich traurig aus. Und wenn wir hier mal schauen, die Anbindung zum Beispiel mit Krematorium oder Friedhofen ist auch nicht wirklich gut. Ja, das ist mir schon länger aufgefallen, aber irgendwie habe ich mich da noch nicht wirklich drauf da aufraffen können, um das hier einfach mal auf Vordermann bringen zu können. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Sagen wir mal, abgesehen von der Industrie da hinten, die ja zwischenzeitlich auch mal unser Sorgenkind war, hier hinten, kümmern wir uns jetzt um Sorgenkind Nummer 2. Ich habe hier einiges vor, das werden wir diese Folge anfangen und mit Sicherheit auch die nächsten weitermachen. Nur mit den Verkehrsanbindungen, ich weiß, das hatten wir in der letzten Folge, will ich mich jetzt auch nicht aufhalten. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Busse gesetzt, damit sollte eben das Größte auch abgedeckt werden. Warum reise ich die Straßen hier ab? Weil ich noch nicht ganz weiß, was ich da hinten mache. Was ich aber machen will, ist mir soweit klar, und zwar hier, habe ich ja angesprochen, auch eher dicht besiedelt im Sinne von weniger Häuser direkt nebeneinander hinzusetzen. Eher wie man es aus Hollywood, Winewood, GTA kennt, je nachdem. So möchte ich es einfach mal hier fortführen. Und diese Autobahn gefällt mir gar nicht, weil die passt sich hier so blöd auf den Berg an. Und ich würde sagen, wir verlegen die einfach mal unter die Erde, werden die hinten anknüpfen und dann werden wir ab und zu mal eben ein paar Ausfahrten kreieren. Das will ich machen. Tunnel. Ja, das Tunnelsystem gab es ja damals noch gar nicht, als wir das hier angelegt haben. Von daher haben wir jetzt einfach mal mehr Möglichkeiten. Wie machen wir das? Also ich werde es auf jeden Fall spätestens hier abreißen. Das kommt mal alles weg. Die Autos, die da drauf sind, ja, die wird es schon nicht so sehr stören. Ja. Ich habe, wenn man nämlich hier drüben anfängt und dann die... Also ich halte jetzt die Maustaste gedrückt und zwar hier. Klick, gedrückt. Wenn ich dann darauf gehe, macht er die nicht weg, ganz klar. Wenn ich auf der Straße bleibe und dann eben darauf drücke, dann macht er die weg. Nur so mal als kleine Info. Das kommt noch weg, das lasse ich erst einmal. Ah, der Knick sieht mir auch nicht wirklich schön aus. Vielleicht können wir dann doch noch was dran drehen. Na, da müsste aber eigentlich das Teil hier weg. Weil das ist, glaube ich, ausschlaggebend für diesen doch komischen Knick. Ich mach's erstmal weg. Wir können es ja wieder ganz schnell hinsetzen. Also Autobahn, die war hier drüben mit Schallschutzwänden und Kurve.
Mit Kurve, ich muss die eigentlich hier auf eine Länge bringen, damit ich die schön gleichmäßig rüberziehen kann. Ich versuch's auf jeden Fall mal. So sieht's schon mal besser aus. Und dann müssen wir hier ansetzen und da rangehen. Das war schon zu weit, das sieht man schon. Ja, eine unterschiedliche Höhe, weil das einfach so gegeben ist. Und der Donutwagen kennen wir schon von woanders. Ein Donutwagen, der durch die Lüfte schwebt. Oder es liegt daran, dass ich hier schon hochgegangen bin, aber nee, es liegt ja auf der Erde. Oder ich mach's dann ganz anders. Ich mach das erstmal nochmal weg und jetzt gehen wir erstmal rüber und zwar gerade. Macht's einfach einfacher für uns. Aber wie genau? Ich gehe es mal so an. So, gesetzt. Jetzt das. Und jetzt können wir hier wieder anfangen, aber ich muss weiter das Gerade-Tool innehaben. Jetzt sehen wir da schon... Na, die Vorschau hier. Schaut mal, die Gleise, die wollen das nicht mitmachen. Wenn ich die Gleise jetzt wegmache und dann wieder hinsetze, dann gibt es vielleicht Probleme, wenn wir wieder die Linie haben. Also die Linie könnte eben unterbrochen werden, die wir da haben. Aber es ist ja bloß eine, oder? Ich schau mal kurz nach. Züge. Na, es sind an sich zwei. Mache ich mal kurz weg. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Und dann Autobahn. Und wir versuchen es nochmal. Na, komme ich jetzt wieder genau an die Stelle? So würde ich meinen. Jetzt müssten wir das noch halbwegs gut anbinden. Dazu entferne ich das nochmal. Wenn wir es jetzt schon machen, dann aber auf jeden Fall richtig. Nö. Blöder Knick. Dazu müsste ich aber das abreißen. Was ist, wenn ich so mache? Sieht schon besser aus. Und dann so anschließe. Finde ich auf jeden Fall besser, als wie wir es vorher hatten. Jetzt können wir natürlich die Gleise da nicht mehr so anlegen. Aber die könnten wir ja etwas weiter nach unten verschieben. Mal schauen, ob mir das gelingt. Na, das gerade Werkzeug. Mal wieder vergessen. Können wir hier unten durch? Sieht so aus. Dann so. Hier wieder hoch. Dann kommst du noch weg. Und wir gehen da ran. Super. Sieht auf jeden Fall recht angenehm aus. Und Hochwassergefahr würde ich da auch nicht wirklich sehen. Aber hier geht's schön runter. Aber was wir noch machen müssen. Jetzt sind die Linien hier noch gerade durch. Ich würde sagen, die Linien, die Züge fahren dennoch hier lang. Auch wenn die Linie was anderes sagt. Aber ich will es einfach jetzt mal richtig haben. Die ziehe ich... Na? Hat schon mal geklappt, dass ich die einfach hier raufziehe. Die darüber. Ich klicke einfach mal gerade wild. Ah, die wollen aktuell nicht rüber. Muss ich die nochmal entfernen? Also klar, die würden weiterfahren, aber ich habe so meine Bedenken, dass die... da irgendwie wieder gestört werden. Wo fährt denn das Ding eigentlich lang? Oh Gott, das fährt ja ein richtig riesiges Ringel. Einmal eben um die ganze Insel. An sich wäre das jetzt auch kein Problem, das einfach nochmal neu zu machen. Ich schau mal kurz, die biegen hier auf jeden Fall ab, da wo wir was neu gemacht haben. Aber das haben die ja soweit übernommen. Das haben wir ja alles mal entfernt. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal so lassen. Wir schauen einfach mal in ein, zwei Folgen wieder vorbei. Also aktuell geht das noch da lang, wo die Gleise früher waren. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um diese Ecke hier, was wir jetzt eigentlich weitermachen wollten. Also Autobahn unter die Erde. Da müssten wir jetzt in den Tunnel gehen. Ich gehe mal nur eine Etage tiefer. Und dann würde ich sagen, gehen wir, ja, wie genau? Ich schaue nochmal kurz. Also da haben wir jetzt eine Kurve reingebaut. Ich gehe an sich mal jetzt bis hierhin. Das gleiche auch noch auf dieser Seite, eben auf gleicher Länge. So. Würde ich sagen, erstmal bis hierhin und das müsste ja eigentlich soweit kein Problem sein, das jetzt hier rauszufriemeln, genau. Also sieht soweit ganz gut aus. Wir haben nicht so eine gespiegelte Welt, wie wir es da drüben beim Fahrradweg hatten, an der Küste. Aber wie die hier rauskommen,
Kommt die rausgeschossen, dann geht's direkt in eine Senke. Naja, ein paar Verkehrsschilder zur Info, das sollte ja reichen. Gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier drüben nochmal raus, obwohl die habe ich recht weit oben hingesetzt, oder? Oh, schaut mal, der Höhenunterschied. Das Ding müsste hier lang gehen und das geht ja nochmal ein ganzes Stück weiter unten entlang. Aber hier steht 12 Meter und hier genauso, aber das Ding ist eben weiter unten am Berg. Naja, wir sehen es ja nicht, deswegen können wir es ja an sich einfach mal so belassen. Also hier müssen die jetzt nach rechts ab auf die Autobahn. Dann gehen wir hier wieder raus und binden das so an. Dann müssen wir von dieser Autobahn hier gleich abfahren. Ich schau mal kurz, da ist das Stück. Okay, dann fange ich hier einfach mal an. Wir können sie an sich erstmal noch kurz daneben führen und dann jetzt eben diese Kurve hier machen. Okay, da müssen wir hin. Dann gehe ich hier noch ein Stück oben entlang und jetzt geht's runter. Genau, warum ist das jetzt hier so schwarz? Ach, weil es da reingeht, okay. Okay. Jetzt sind die auf jeden Fall angebunden. Sieht aber meines Erachtens blöd aus. Wenn, dann sollten die nebeneinander raus, beziehungsweise wieder in die Erde hineingehen. Also nochmal ansetzen. Wir wollen es ja richtig machen. Das weg und hier soll es rausgehen. Na, sollten wir aber noch ein Stück unter der Erde entlang. So, und jetzt raus. Ah, okay, das verzieht so. Gut, dann muss ich dann doch etwas früher noch. Etwas früher, so vielleicht. Können wir mal schauen, wir können das ja etwas in die Länge ziehen. Aber da bin ich, ja, noch zu nah am Wasser, sage ich jetzt einfach mal zur Orientierung. Also ein kleines Stück unter der Erde. Und jetzt raus. Ja, sieht schon besser aus. So, und jetzt können wir hier auch die Kurve ziehen, wie wir sie denn haben wollen. Allerdings nicht so blödeckig. Nee. Ich mach's mir einfacher. Ich mach das hier nochmal weg und setz da an. So, dann dürften wir das jetzt hier auch haben. Jetzt will er das wieder so komisch machen. Also das verstehe ich immer nicht so ganz, warum man dann eben in die andere, in die entgegengesetzte Richtung gehen will. Naja, vielleicht muss man das nicht verstehen. Jetzt will er da aber wie so einen blöden Knick wieder reinmachen. Das soll hier einfach geschmeidig ran, aber das will das Spiel nicht. Das treibt mich etwas zur Verzweiflung. Wenn ich das jetzt wieder wegmache, um das gerade zu... Ja, na, ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, dann lasse ich das so, aber dann mache ich wenigstens das hier nochmal anders, weil das sieht dann doch doof aus. Machen wir es doch gleich so. Genau, so will ich es haben. Und jetzt müssen wir aber noch auf die andere Seite gehen, also von hier aus auf dieser. Das wollen wir vielleicht mit einer Abfahrt machen. Ja, ich glaube, ich mache es mit einer Abfahrt. Und das werden wir über der Erde machen, oder? Ja, komm, warum nicht? Achso. Ah, okay, ich muss erstmal wieder meine Kurve festlegen. Dann machen wir das aber mal nicht so umschweifend, sondern recht knapp hier beieinander. So, und hier wieder runter. Sieht das in Ordnung aus? Ja, kann man so lassen. Will ich mich jetzt einfach mal nicht beschweren. Jetzt müssen wir aber noch von hier rüber. Es wäre eigentlich besser, wenn wir das hier machen würden. Also hier die Abfahrt und da die Auffahrt. Ist ja an sich kein Problem, wenn wir hier unten drunter durchkommen würden. Ich will die Abfahrt einfach vor der nächsten Auffahrt haben. Weiß auch nicht warum. Will ich einfach gerade so. Das sieht ja schon wieder blöd aus, wenn ich jetzt hier so irgendwie herumschlängel. Auf der linken Seite will ich auf jeden Fall keine Abfahrt machen, das ist schon mal klar. Nee, das ist zu eng da, da will er nicht drunter her. So würde er es machen, aber ob mir das am Ende auch noch gefällt, ist die andere Frage. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Hier gehe ich noch nebenher. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Aber ich probiere es einfach mal. So, und dann da wieder runter, genau. Also das sieht ja etwas bedenklich aus, muss ich ja zugeben. Ich würde es einfach erstmal so lassen und ich werde es einfach in der Folge, in der Pause mal wieder anschauen, ob ich das wirklich so belassen möchte.
Also ich lasse das einfach mal auf mich wirken, dann können wir hier aber auf jeden Fall mal wieder weiter fortsetzen. Aber jetzt haben wir hier noch keine Anbindung in dieses Viertel hier. Wir haben das jetzt quasi von der Autobahn abgegrenzt. Will ich schon hier weiterbauen und dann hier rüber gehen, ist die Frage. An sich wäre es besser, wenn wir einfach sowas Bestehendes schon nutzen können. Oder wir machen das dann doch hier hin. Dann müssten wir aber schon hier eine Straße weiterführen. Also ich kann sie erstmal weiterlaufen lassen, also den Verkehr. Und wir können ja zusehen, dass wir hier halt. Jetzt fällt mir gerade was ein, werde ich erstmal ein Krematorium hinsetzen, damit die das erstmal haben. Ehe die ja weiter herumdümpeln. Also die Ecke würde ganz gut abgedeckt sein, so auch noch. Ich orientiere mich einfach jetzt mal ganz links. Ja, das passt so eins hin. Fertig. Gut, Straße, ich möchte hier weitermachen. Also die Hauptstraße, wo es auch von der Uni hier rüber geht, das ist diese hier. Dann werden wir diese wohl auch verknüpfen. Also die Frage, will ich die weiter doch gerade durchziehen, wie es eigentlich angedacht war? Aber bis wohin? Bis hierhin. Und jetzt arbeiten wir einfach mal mit Auf- und Abfahrten. Oder wollen wir die über die Autobahn gehen lassen? Dann hätten wir es einfacher mit den Auf- und Abfahrten. Die Autobahn jetzt nämlich komplett hochlegen will ich eigentlich nicht. Daher würde ich sagen, wir setzen diese Straße einfach mal nach oben. Dazu muss sie aber noch ein Stück weg. Und jetzt brauchen wir an sich schon eine Kurve. Ich will das hier nämlich fast im rechten Winkel haben. Zur Autobahn wohlgemerkt, aber nicht so. So, hier dürften wir auf jeden Fall hochgehen. Ich will bloß eine Etage höher gehen. Dann hier aber gerade und das... ungültige Form. Ach so, ich hatte noch das andere Werkzeug, die Zwischenstufe, also diese Kurveneingabe drin. Deswegen hat er gesagt, nö, hätte man nicht so gern. Und hier wieder runter, wie sieht das aus? Ja, kann man machen. Jetzt die Frage, bekomme ich die Autobahn hier ganz gut angebunden? An sich sollte das kein Problem sein, also hier. Obwohl, wollen wir vielleicht doch so eckig da abgehen? Oder wir machen es so. Das sieht ja wieder etwas seltsam aus, oder? Das war wieder ein Baum, der dran glauben musste. Also ich glaube, ich will es dann doch eher... Ja, ich mach's doch gerade. Das sieht aber noch einer Kurve aus. Ist das wirklich gerade? Nee, hat nämlich noch die Kurvenform vom anderen Werkzeug drin. Hä? Ist doch immer noch eine Kurve. Na. Oder macht der automatisch immer einen Knick rein? Kann gut sein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das so handhaben. Machen wir das, weil das einfach recht, ja, symmetrisch aussieht. Einfach auch in dieser Form. Dann geht's hier ab. Und auch wieder rüber. Das gefällt mir sogar richtig gut. Hui, es nimmt zwar sehr viel Platz weg, aber Platz haben wir noch genug, wenn man mal auf die Karte schaut. Also da sollten wir nicht in die Enge kommen. Gefällt mir. Lassen wir so. Gefällt mir auf jeden Fall besser als wie... Als wie ist Quatsch. Als es eben vorher war. Und die Autobahn Auf- und Abfahrt, die wird jetzt hier richtig genutzt. Die ging ja vorher bloß bis hier rein und dann war wieder Kehrtwende. So gefällt mir das auf jeden Fall gut. Dann könnten wir das auf jeden Fall noch weiter reinsetzen. Aber was ich hier vorhabe, wie gesagt, Straßen und dann eben Gebäude nicht so nah beieinander. Ich glaube, das wird ziemlich gut aussehen. Bin mal gespannt. Ihr da draußen vielleicht auch. Wir sind ja mittlerweile bei einer dreistelligen Folgenzahl angekommen. Na, wird wohl das erstmal längste Let's Play hier auf meinem Kanal. Far Cry 4 ist es ja geworden, oder ist es aktuell noch. Wir haben ja hier Folge 101. Der Martina. Wo will ich das jetzt ansetzen? Das wäre nicht unbedingt eine Hauptstraße, wenn dann eher das, weil die könnten wir später noch ausbauen. Und wie die jetzt hier rüberströmen, schaut mal. Kaum haben wir da eine Autobahnanbindung, wird die auch genutzt, diese Straße hier. Und das nicht zu knapp. Also die hier will ich auf jeden Fall haben, aber die würde ich eher noch ein Stück weiter fortführen wollen. Obwohl. Ja doch, ich möchte die... Ort ist bereits belegt. Ach, ist das ein Park oder wie? Weg mit dem Park.
Hier will ich eine Kurve reinmachen, die nach rechts geht und dann eben kleinere Straßen den Berg hinauf. Also so denkt man ja nicht, dass es ein Berg ist. Aber wenn wir mal so schauen, da geht es schon mächtig steil nach oben. Also die war das, genau. Die wollte ich haben. Dann geht die einfach noch hier ein Stück herum. Ich würde sagen, geht sogar hier noch weiter entlang. Einfach weil mir gerade danach ist. Soll die hier enden? Ja, erstmal ja. Und dann wird das Stück hier rangehen. Genau. Und dann können wir hier einfach mit kleineren Straßen arbeiten. Aber mit Bäumen hätte ich das dann doch gerne. Und dann werden wir hier auf jeden Fall etwas höher bauen. Eben auch ein paar schöne Wohnungen. Vielleicht ist das gar nicht mehr meine Lieblingsecke hier unten. Wo ich in dieser Stadt eben gerne wohnen würde. Nämlich hier, habe ich ja zuletzt angesprochen. Sondern vielleicht doch da drüben. Na, mal schauen, wie das erstmal wird. Ich würde sagen, jetzt geht's auch endlich mit diesem doch bisher etwas vernachlässigten Viertel voran. Und wir sehen einfach mal in der nächsten Folge wieder, wie es weitergehen wird. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.